Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Bibeltext, auf den wir heute hören wollen, steht im ersten Brief des Paulus an die Korinther im 14. Kapitel. Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Liebe Gemeinde, es ist eine schöne Aufforderung, die uns hier begegnet. Strebt nach der Liebe. Eine schnelle Antwort darauf wäre, tue ich doch. Aber es wäre auch eine vorschnelle, weil selbstgerechte Antwort. Wie oft am Tag vergessen wir, nach der Liebe zu streben? Mit großer Wahrscheinlichkeit immer dann, wenn wir unsere eigenen Interessen zielstrebig verfolgen. Immer dann, wenn wir nur an uns selbst denken. Immer dann, wenn uns das Wohl und Wehe anderer egal ist. Und die Folgen? Die fallen manchmal nicht weiter auf, sie können aber gewaltig sein, wie der Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Ein Mandarin hat einmal eine Vision. Er sieht die Hölle. Hungrige und bis auf die Knochen abgemagerte Geschöpfe. Sie sitzen vor einer großen Schüssel mit köstlichem Reis. In den Händen halten sie riesige Essstäbe, die wohl 2 Meter lang sind. Jeder von ihnen versucht, möglichst viel für sich zu erwischen. Doch einer behindert den anderen beim Essen, ohne dass auch nur einer einen Bissen erhaschen kann. Entsetzt wendet sich der Mandarin ab. Er kommt zum Himmel. Da sieht er die gleiche große Schüssel mit dem köstlichen Reis und die gleichen langen Essstäbe, aber die Auserwählten schauen richtig bumperlgesund und bestens genährt aus. Die langen Essstäbe machen ihnen keinerlei Schwierigkeiten. Zwar kann sich keiner mit dem monströsen Besteck selbst ernähren, aber einer füttert damit den anderen. Diese chinesische Parabel, sie macht uns deutlich, wer nur sich selber sieht, bleibt auf der Strecke. Wer aber einen Blick für seinen Nächsten hat, sieht dessen Bedürftigkeit. In dieser Bedürftigkeit des Nächsten sieht man geradezu wie in einem Spiegel, aber auch den eigenen Mangel. Und daraus erwächst ein Miteinander und Füreinander, das sich für alle gewinnbringend zeigt. Wir nehmen hier ein Streben der Liebe wahr, das uns ermutigen kann, selber der Liebe nachzueifern, ohne dabei zuerst an uns und nur an uns zu denken. Denn diese Parabel macht deutlich, dass wir wiederum das bekommen, was wir verschenken. Oder wie es im Volksmund heißt, wie man in den Wald ruft, so hallt es zurück. Paulus schenkt uns mit seinen Worten Einblick in die gottesdienstliche Versammlung der frühen Christenheit. In der Gemeinde in Korinth, da gibt es Menschen, die in ekstatischer Weise beten, singen und loben können. Das ist eine Gabe des Geistes, die man Zungenrede nennt. Wenn jemand in Verzückung gerät und in Zungen redet, dann versteht ihn niemand mehr. Dieses ekstatische Lallen
wenn es nicht verstanden wird, nutzt dann auch im Gottesdienst keinem anderen der Anwesenden. Es hat nur einen egoistischen Eigennutz. Anders verhält es sich mit dem prophetischen Reden. Hierbei bedient man sich der Sprache, die jeder versteht. Wie könnte das Evangelium verkündet werden, wenn die Predigt nicht in einer Sprache daherkäme, die jeder verstehen würde? Wie könnte jemand ermahnt oder auch getröstet werden, wenn nicht in einer verständlichen Sprache miteinander gesprochen würde? Die besten Gedanken und die einfühlsamsten Worte nutzen nur, wenn sie auch verstanden werden. Paulus versucht das, wie wir sagen, mit Engelszungen zu verstehen zu geben. Er plädiert dafür, in der gottesdienstlichen Versammlung so zu reden, dass verstanden wird, was gesagt wird. Auch im Blick auf Menschen, die nicht mit einem Gottesdienst vertraut sind. Sie können nur vom Evangelium überzeugt werden, wenn sie in einer verständlichen Sprache angesprochen werden. Ich versuche mir, den Gottesdienst mit fremden Augen anzusehen und mit ungeübten Ohren hinzuhören. Wie wirkt das, was mir lieb und wichtig geworden ist, auf Untrainierte? Mir ist vieles vertraut und selbstverständlich, was andere befremdlich finden. Ich störe mich nicht an der Sprache des 17. Jahrhunderts in den Liedern von Paul Gerhardt. Im Gegenteil. Ich freue mich am Reichtum der Bilderwelt. Ich finde es normal, aufzustehen, wenn gesagt wird, lasst uns beten, und meine Stimme fällt automatisch mit ein, wenn die ersten Töne vom Christe, du Lamm Gottes, erklingen. Der Sonntagmorgen tut mir gut, auch ohne liturgische Experimente. Aber würde es anderen genauso gehen? Solcher Perspektivwechsel ist immer wieder nötig, um sich selber nicht genug zu sein im Gottesdienst. Und deshalb sagt Paulus, strebt nach der Liebe. Die Aufgabe des Gottesdienstes ist es doch, das Evangelium, die frohe Botschaft Gottes, zur Sprache zu bringen. Und das so, dass diese Sprache Menschen erreicht. Den Kopf genauso wie Herzen, Mund und Hände. Dann kann es geschehen, was Paulus Erbauung nennt, die Ermutigung zum Leben. Wer ein Problem hat, der wünscht sich, dass ihm jemand zuhört und man sich Erleichterung verschaffen kann, indem er oder sie erzählt, was bedrückt oder ängstigt, belastet oder schmerzt. Wie gut kann dann ein Gedanke sein, der ein Licht aufzeigt am Ende eines Ungewissen noch vor einem liegenden Weges. Wer gerade einen lieben Menschen verloren hat, spürt die Einsamkeit und auch eine gewisse Ratlosigkeit, wie es ohne diesen Verlust weitergehen soll. Da ist die Sehnsucht nach Nähe und Trost, was nach dem Tod kommt, groß und hilfreich. Wer an seinem Glauben zweifelt und sich fragt, warum das Leben einem immer wieder Steine in den Weg legt, der wird froh werden, wenn ihm jemand zeigt, wie man aus diesen Steinen etwas Sinnvolles bauen kann und darin Zuspruch erfährt. Es sind manchmal ganz kleine Dinge, die dem Streben nach Liebe ihren Ausdruck verleihen, wo man ein verletzendes Wort nicht auf die Goldwaage legt, wo man das Schmollen beendet, bevor es zum Dauerzustand wird, wo man den Gedanken, wie du mir, so ich dir, ersatzlos aufgibt, wo man auf einen Menschen zugeht und nicht wartet, bis dieser auf einen zukommt, wo man freundlich die Hand reicht, statt zornig die Faust zu ballen. Das ist die Sprache des Evangeliums. Und wo wir so miteinander umgehen, geben wir dem Evangelium eine vernünftige Sprache. Eine Sprache, die verstanden wird, egal,
ob jemand im Gottesdienstfeiern trainiert ist oder nicht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.